Herzlich willkommen zum dritten Video für diesen Anfängerkurs. Und im letzten Video ging es ja um die ersten zwei Akkorde, das E-Moll und das E. Und in diesem Video geht es diesmal um das A und eventuell noch das A-Moll. Und dann können wir schon zwei Akkorde bzw. vier Akkorde. Und im Nachhinein werde ich noch unter dieses Video noch einen Link setzen für einen Backing-Track. Also Schlagzeug und ein bisschen Bass. Und dazu könnt ihr dann eure Akkorde üben. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß und nun geht's los. So, wir sind jetzt hier bei dem dritten Akkord und dem vierten Akkord, das A und das A-Moll. Und wie das letzte Mal habe ich gesagt, rechts im Bild, das stimmt nicht ganz. Ich bin immer spiegelverkehrt. Links im Bild, also, nee, da. Links im Bild seht ihr dann wieder den Gitarrenhals mit den Punkten, wo man drücken muss. Und jetzt geht es auch schon los. Und zwar mit dem Akkord A. Bei dem A ist so, wir brauchen diese drei Finger. Man kann jetzt entweder den Zeigefinger nehmen, Mittelfinger und Ringfinger. Oder aber Mittelfinger und Ringfinger und kleiner Finger. Je nachdem, was euch am angenehmsten zu spielen ist. Also, wie auf dieser Seite zu sehen, nimmt man den Mittelfinger. Dieser kommt auf den zweiten Bund in der vierten Seite, den Ringfinger, zweiter Bund auf der dritten Seite und den kleinen Finger im zweiten Bund auf der zweiten Seite. Ist ziemlich eng, das kann man sehen. Das ist das A. Man kann jetzt natürlich auch genauso mit dem Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger spielen. Und der kleine Finger, der streckt sich weg. Geht auch, wie man bequemer spielen kann. Tja, und somit habt ihr schon den ersten neuen Akkord, das A. Wenn ihr jetzt das A-Moll spielen wollt, seht ihr wieder auf meiner Grafik, haben wir statt diese drei Noten, nimmt man einfach den Zeigefinger weg und setzt ihn. Ja, schwer zu erklären. Das A hat diese drei Noten nebeneinander. Und für das A-Moll nehmt ihr Mittelfinger, zweiter Bund auf der vierten Seite und den Ringfinger, zweiter Bund auf der dritten Seite. Und mit dem Zeigefinger, erster Bund, zweite Seite. Das ist das A-Moll. Schon den Unterschied, dass das A-Moll wieder wie beim E-Moll klingt. Und wenn man jetzt sich angewöhnt hat, dass man mit das A greift mit den Fingern ohne Zeigefinger, kann man den kleinen Finger nämlich mit dazu nehmen und direkt von A-Moll auf A wechseln. Ist auch wie beim E-Moll, dass man einfach den Zeigefinger dazu nimmt, dann hat man das E. Ja. Und so kann man das schön durchvariieren. Und dasselbe geht auch beim A-Moll. Das sind die zwei Akkorde, A-Moll und A. So einfach ist das. Gut, das war's schon wieder. Das war jetzt ein neuer Akkord. Und der nächste Akkord kommt auch wieder die nächsten Tage. Und da werden wir dann das D durchnehmen. Da nehmen wir das D durch. Und jetzt könnt ihr dann noch im Link unten einen kurzen Backing-Track runterladen. Das ist im Endeffekt Schlagzeug, ein bisschen Bass. Und die Akkorde wechseln alle drei Takte durch. Also ich fange an mit E, E-Moll, A, A-Moll. Und dann geht es wieder von vorne los.
Damit könnt ihr einfach ein bisschen dazu spielen und auch den Wechsel üben. Also zum Beispiel von E auf A. Da könnt ihr dann einfach damit üben. Tja, das war's schon. Ich hoffe, ich konnte euch soweit weiterhelfen und bis zum nächsten Video.